verblüffende Wahrheit oder das, was 90% aller Menschen da draußen niemals leben, niemals erfahren werden. Komm rein, fühl dich willkommen, fühl dich entspannt, während ich gerade noch einen Kopfhörer zusätzlich platziere. An den habe ich gerade nicht gedacht, wird mir gerade bewusst. Aber das ist soeben nachgeholt worden. Da dürftest du mich besser hören und das Ganze wahrnehmen. Super schön, dass du dabei bist. Wie geht es dir? Wie fühlst du dich? Was gibt es Neues in deinem Leben? Super schön, habe mich sehr gefreut auf dieses Gespräch mit dir heute Abend. Warum? Weil ich glaube tatsächlich, dass wir in einer faszinierenden, einer außergewöhnlichen Zeit leben. So lange allerdings fühle ich schon mal willkommen und komm rein, schau dich um, wer hier live mit dabei ist von anderen Menschen und dann starten wir direkt mit dem Live-Talk. Mein Telefon will noch nicht ganz so sehr, wie ich das möchte, aber das ändern wir sofort. Eine Sekunde. Jetzt hat sich's gelöst und jetzt müsste es sitzen. Okay, Freunde, danke für eure Geduld. So, ich gucke, wer hier gerade dabei ist. Mike, Susi, Nele, Sonja, Tanja, Cornelia, Sarah. Guten Tag, guten Abend, guten Mittag, guten Frühstück, je nachdem, wo du auf diesem Erdball gerade bist. Und ich hatte dich eingeladen, heute gemeinsam zu sprechen zum Thema Wahrheit oder verblüffende Wahrheit, außergewöhnliche Wahrheit, die die meisten Menschen leider, vielleicht mag auch einer sagen, davon zum Glück niemals erfahren werden. Wie meine ich das Ganze? Schau mal, wir leben in einer Welt von Saat und Ernte. Und das heißt, wenn du wissen willst, wer du morgen sein wirst, dann schau dir an, was du jetzt im Hier und Jetzt tagtäglich sagst, denkst, fühlst und tust. Warum? Es ist unbestritten, dass unsere Gedanken unsere Realität erschaffen. Ja? Das ist, wenn du den ganzen Tag von morgens bis abends daran denkst, wie du dich besser ernähren kannst, damit du schlanker wirst, dann wirst du es mit der Zeit werden. Einverstanden? Wenn du von morgens bis abends daran denkst, wie du endlich den Partner, Partnerin findest, nicht den Partner deines Lebens, aber einen Menschen, dein Leben kommt, mit dem du gemeinsam Zweisamkeit verbringen kannst, Zeit, dann wirst du früher oder später diesen Menschen in dein Leben anziehen, weil da, wo deine Gedanken sind, das wird in dein Leben kommen. Das heißt, Mentales wird Reales, aus Geist, aus dem Verstand wird mit der Zeit Materie. Deine Vorstellungskraft, das Innere, erschafft das Äußere. Deine Vorstellungskraft erschafft Wirklichkeit. Was uns allerdings niemand beigebracht hat, ist, sich die Frage zu stellen, hey, wie entstehen denn eigentlich die Gedanken? Und wenn wir ja sowieso denken müssen, warum dann nicht gleich in die Richtung, die dir und deinem Leben förderlich entsprechend ist? Weißt du, das Problem ist, die meisten Menschen sind sich gar nicht bewusst, dass das Innere tagtäglich, konstant, ununterbrochen, 24/7, jede einzelne Sekunde, jeden einzelnen Atemzug das Äußere erschafft, nicht umgekehrt. Und viele Menschen, die da draußen einen Job gerade machen, den sie gerade nicht wirklich fühlen, die sich nackt im Spiegel anschauen und das Gefühl haben, naja, ich sah schon mal besser aus. Menschen, die das Gefühl haben, irgendwie permanent das Leben, es funktioniert irgendwie, aber es rollt nicht so, es ist nicht für sie. Sind Menschen, die sich diese Frage niemals gestellt haben, warum bin ich wirklich hier? Wovon möchte ich mehr in meinem Leben? Wovon möchte ich in meinem Leben weniger? Und was darf ich vor allem als allererstes loslassen? Und die Frage ist also, womit beginnen? Schau mal, wir leben in einer Welt von Ideen, in einem Universum voller Möglichkeiten. Und das bedeutet, egal, was du dir auf der Erde für Monumente da draußen anschaust, die Statuen von den größten Genies aller Zeiten, die Frage ist, warum ist zu Ehren von diesen großen Männern wie Frauen diese gewaltig große Monumente weltweit errichtet worden? Und die Antwort lautet, weil sie den Mut hatten, etwas anders zu denken, etwas anders zu handeln im Vergleich zu all den anderen Weltmassensterblichen da draußen. Guck dir alleine die Black Friday-Aktion. Was passiert denn gerade? Ich sag dir, meine tiefste Überzeugung ist, die Black Friday-Woche zeigt dir, wer du wirklich bist. Punkt. Warum?
Also es gibt ja diesen Einspruch, Geld verdirbt nicht Charakter, sondern Geld vergrößert den Charakter. Das stimmt ja. Das Gleiche gilt auch für den Alkohol. Ich kannte mal einen Mann, der war wahnsinnig lieb, also total lieber Bär. Und jedes Mal, wenn er getrunken hat, das war im Studium, dann wollte er sich immer prügeln. Ja, auch einmal wollte er sich mit mir prügeln, obwohl er eigentlich nie ein Problem mit mir hatte, sondern einfach nur der Alkohol quasi seine Frust. Und der war im Alltag totaler lieber Kerl, der oft sich vielleicht ein Tick zu viel zurückgenommen hat, sodass er dann jedes Mal im betrunkenen Zustand sich prügeln musste, obwohl du dachtest, der prügelt sich? Nein, nicht möglich. Doch, was möglich. So, worauf ich also hinaus möchte, ist, das Innen erschafft das Außen und wo deine Gedanken, deine mentale Verfassung tagtäglich ist, welche Fragen du dir tagtäglich stellst, wird sich schon sehr, sehr bald im Außen widerspiegeln. Und das heißt, es gibt nicht nur die Monumente von den größten Genies aller Zeiten, die alle, wirklich alle durch die Bank den Mut hatten, nicht nur größer zu denken, sondern auch größer zu handeln, weil zwischen deinem Gedanken, alle Dinge entstehen zweimal, einmal als Idee, als eine wunderschöne Begegnung mit deiner Seele, wenn du diese plötzliche Inspiration, diesen Genius bekommst, du spürst etwas. Und Freunde, die Studien belegen, wissenschaftliche Studien, nicht spiritueller Hokuspokus, belegen, dass die sogenannten Gammawellen, diese plötzlichen Eingebungen, von denen die Genies alle gesprochen haben, ja, das ist so, als wäre das in einem anderen Raum bereits ein fertig gepuzzelt oder fertig gemaltes Bild, aber aufgrund dessen, weil wir nicht permanent online sind, das heißt, weil wir nicht permanent angebunden, verbunden sind mit unserem höheren Selbst, kriegen wir immer nur winzig kleine Fragmente, also einzelne Puzzleteile, die immer wieder in Form von Eingebungen kommen. Und es gibt Menschen, die kriegen diese Puzzleteile und die sagen, ach, ich bin so beschäftigt, ich habe so viel zu tun. Und dann quälen die sich die ganze Zeit in ihrem Job bezüglich ihrer Gesundheit, bezüglich ihrer Partnerschaft, statt diese einzelnen Puzzleteile mal hier drüber zu nehmen und irgendwo wenigstens aufzuschreiben. Ja, wenn du nur eine Sache aus diesem Gespräch hier gerade mitnimmst, notiere dir ab sofort all die Dinge auf, die nur halbwegs brauchbar vorkommen. Ich mache das mittlerweile seit 26 Jahren. Jeden einzelnen Satz, jedes Buch, jedes Seminar, jeden Videokurs, alles. Wenn du dir unser Buch, weil ich mein Team jetzt mit ins Boot holen möchte, wundervolle, schöne, starke Seelen sind, die bei uns im Team sind. Übrigens, falls du dich mit Videoschnitt auskennst, da schauen wir demnächst nach einem Menschen, der sich mit Videoschnitt auskennt und Lust hat, uns da tatkräftig zu unterstützen. Einfach eine kurze Bewerbung an team@maximmankiewicz.com. Falls du Lust hast, auf Videoschnitt bei uns tätig zu werden, schick uns eine kurze Mail mit deinen Skills, vielleicht 2, 3 Kurzvideos von dem, was du schon geschnitten hattest. So, fiel mir gerade spontan ein, vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen. Maxim, du machst so viele Deckel auf. So, wie kommst du jetzt aus der Nummer wieder zurück? Wo waren wir? Wir waren bei den Monumenten, wir waren bei den außergewöhnlichsten Gemälden, bei den außergewöhnlichsten Musikstücken, bei den außergewöhnlichsten, faszinierendsten Dingen, die auf diesem Erdball jemals erschaffen worden sind. Und diese wären niemals ohne Mut möglich gewesen. Weißt du, wenn du dir zum Beispiel Leonardo da Vinci nimmst, da lebt er im finsteren Mittelalter, der hätte auch inkarniert werden können und sagen, gut, hast dir eine blöde Epoche ausgesucht, probier es in 500 Jahren wieder. Und dann hat er gesagt, Hindernisse können mich nicht stoppen. Jedes Hindernis weicht der Entschlossenheit. Wer auf seinen Stern vertraut, bleibt bei seiner Haltung. Und da Vinci war permanent in der Natur. Er sagte, werde zunächst einmal Meister der Perspektive. Das bedeutet, schau zunächst einmal hin. Er sagt, die meisten Menschen schauen nicht einmal hin. Die bilden sich die ganze Zeit Urteile von dem, was nachgeplappert erzählt wird. Gibt es ja diese eine Geschichte, wo ein Mann zu Sokrates rennt und sagt, Sokrates, ich muss dir unbedingt was erzählen. Und dann sagt der Sokrates, Moment, mein junger Freund, ist das, was du mit mir erzählen möchtest, zu 100%ig die Wahrheit? Dann sagt der junge Mann, ich weiß es nicht, ich glaube nicht. Ist das, was du mir erzählen möchtest, denn wenigstens gut, wenn du mir etwas über einen anderen Menschen berichten möchtest? Ist es etwas, was gütig ist und gut? Sagt der Mann, nein, eigentlich auch nicht. Und ist das, was du mir erzählen möchtest, wenigstens etwas, wovon ich Nutzen habe? Dann sagte der Mann zum dritten Mal, nein, eigentlich nicht. Dann sagt er, naja, dann brauchst du es mir auch nicht zu erzählen. Und jetzt vergleich mal das, was Sokrates schon vor 2300 Jahren praktiziert hat, mit dem, was tagtäglich in Büros, in Offices dieser Welt, im westlichen Europa abläuft.
Menschen sprechen nicht miteinander, Menschen tuscheln, Menschen zeigen mit Finger hintereinander und erzählen unschöne Dinge gegenseitig. Und Freunde, wenn wir nicht anfangen, uns ehrlich, liebevoll zu begegnen, wenn wir nicht anfangen, als Persönlichkeiten zu wachsen, zu reifen und zu begreifen, wir kommen aus der Nummer hier mit Ellbogen nicht raus, ja, jeder gegen jeden und mal gucken, wer kriegt das größere Kuchenstück. Sondern es gibt auch keine Argentinier, Brasilianer, Spanier, Neuseeländer und Franzosen. Ja, das ist ja auch nur eine Instruktion, Konstrukt des Ego-Verstandes. Wenn du einen Meter eine Grenze überquerst, nach Frankreich gehst, aus Deutschland aus, dann bist du plötzlich in Frankreich. Ja, also das wurde so benannt. Aber es ist das gleiche Waldstück. Und es ist nicht dein Land, es ist nicht mein Land, sondern es ist unser Planet. Und viele Menschen, die ganze Zeit in Ego-Strukturen denken, müssen die ganze Zeit immer ja, kleine Boxen denken. Ja? Wenn du zum Beispiel so ein Weltstar dir anschaust, zum Beispiel Lionel Messi. Ja? Viele Menschen denken sich, boah, hat er es gut, hat eine hübsche Freundin, ist Millionär, verdient im Jahr ein paar, ich glaube 40, 50 Millionen Euro. Einer, der die meisten Weltfußballertitel, ich glaube 7, gesammelt hat. Was die meisten aber nicht begreifen ist, Lionel Messi muss aber auch den Preis zahlen. Und der Preis ist, dass er nicht einfach mal spontan die Tür aufmachen kann und einfach mal auf die andere Straßenseite, um zu seinem Lieblingskiosk zu gehen, um eine Zeitung zu kaufen oder vielleicht mal ein Bäcker am Sonntag, ein Croissant oder irgendwas zu essen. Geht nicht. Du wirst überrannt und du wirst auch nicht mehr nach Hause kommen. Geht nicht. Das ist der Preis, den Lionel Messi zahlen muss für sein scheinbar außergewöhnliches Leben. Ja, aber im Grunde genommen ist das, was Freiheit angeht, eine kleinere Box als du und ich. Wir diese beide haben. Das heißt, worum es mir gerade geht, ist, dass alles, was du auf diesem Erdball wahrnimmst, irgendwann mal durch einen Menschen gedacht worden. Jedes Kleidungsstück, was die Menschen anziehen, wurde irgendwann mal von Möbeldesigner, vom Kleidermacher gedacht. Jedes Möbelstück um dich herum, was du siehst, ist irgendwann mal von einem Möbeldesigner erschaffen worden. Das Gebäude, in dem du dich jetzt gerade befindest, um diesem Gespräch zu lauschen, wurde irgendwann mal von einem Architekten erschaffen. Das heißt, wir leben in einer Welt von Ideen. Und gleichzeitig gibt so viele da draußen, die permanent sich beklagen, bemängeln und sagen, mein Job ist mies, ich verdiene zu wenig Geld, mein Körper sah schon mal besser aus, aber meine Beziehung ist ein bisschen eingeschlafen und eigentlich langweile ich mich von morgens bis abends und gucke mir Netflix oder anderes Zeug und gehe am Black Friday Shopping in der Hoffnung, dass mich mein Leben erfüllt oder irgendwie besser wird. Weil du Dinge des Konsums und Dinge der Unterhaltung, die am Black Friday 30%, 40%, 50% günstiger kaufst. Ah ja, ich verstehe. Merkst du? Und ich weiß, einige fühlen sich jetzt ein bisschen auf den Schlips getreten und das meine ich alles liebevoll, mit bester Absicht. Nur, ich weiß, als ich todunglücklich war, ich hatte auch einen Consulting-Job, ich habe auch BWL studiert, ich habe es nicht geliebt, aber ich habe es durchgezogen. Da habe ich auch gemerkt, ich musste mir damals 40 Krawatten kaufen und habe nicht viel Geld verdient, aber ich habe gedacht, so, dann habe ich wenigstens dann irgendwie 10 Paar schöne Business-Schuhe, ja. Und heute habe ich 10 blaue Pullover und sage, ich habe keine Lust, mich damit Zeit zu verplempern, jeden Morgen zu überlegen, welchen Pullover ziehe ich denn jetzt an. Es gibt bei weitem schönere Dinge, als irgendwelchen weltlichen Dingen nachzujagen. Nur das Problem ist, scheinbar müssen wir uns alle in diesem Weltlichen verlieren, um zu merken, dass es doch nicht die Antwort ist. Wie Jim Carrey, der große Hollywood-Star, der zur Nummer 1 weltweit Comedians geschafft hat und dann irgendwann erkannte, nachdem er aus der Armut kam, im Wohnmobil mit seinen Eltern lebte, aus Kanada nach in die Vereinigten Staaten emigrierte und dann irgendwann sagte, offenbar musste ich reich und berühmt werden, um zu merken, dass es doch nicht die Antwort ist. Und ist heutzutage ein sehr spiritueller Mensch, der da stundenlang meditiert, sich in seiner Wohnung einschließt, malt und künstlerisch tätig ist, um zu merken, dass die ganzen Millionen auf dem Konten ihn zwar vielleicht ein bisschen beruhigen und dass er vielleicht nie wieder kochen muss, weil er sich permanent Essen liefern lassen kann, aber glücklicher ist er davon nicht ein Millimeter geworden. Stell dir mal so ein praktisches Experiment mal vor, du wärst von heute auf morgen Milliardär. Und jetzt sind einige so, boah, cool. Aber stell dir das mal wirklich in allen Auswirkungen vor, du wärst von heute auf morgen 14-facher Milliardär. Das heißt, du hättest über 14 Milliarden Euro auf dem Konto, da wird nichts verstaatlicht, nichts wird dir weggenommen oder sonstiges. Was wäre das für ein Leben? Einige denken sich, boah, mega, ich würde mir jetzt ein Boot kaufen. Die anderen wiederum, ich würde jetzt spenden, ich könnte endlich coole Projekte auf der Welt machen. Kannst du, aber dafür brauchst du trotzdem keine 14 Milliarden Euro. Weder für die Yacht, noch für die Spenden. Es sei denn, du spendest davon 13,5 Milliarden oder von mir aus alles.
ja, dann kannst du sehr, sehr viel Freude haben. Es ist ja überliefert, dass je mehr wir Freude bei anderen bewirken, je älter die Menschen werden, desto glücklicher fühlen wir uns. Während wir als Kinder es liebten, beispielsweise Geschenke zu bekommen. Worum es mir also gerade geht, ist, das Innere erschafft das Äußere. Es sind immer deine Gedanken, es sind immer unsere Gedanken, die das Äußere bewirken, nicht umgekehrt. Viele Menschen sagen, im Außen passiert etwas und dann fühle ich mich entsprechend unglücklich und dann grübel ich, dann überlege ich nach einer Lösung. Nein, so ist es nicht. Es ist das, was in deinem Inneren tagtäglich abgeht, was im Außen sich Stückchen für Stückchen mit der Zeit manifestiert. Wenn du also mit deinen Gedanken das Äußere erschaffst, dann ist die Frage, wo kommen denn die Gedanken her? Und die Antwort, sie sind das Fundament dessen, was du in deinem Leben gelernt hast. Sehr, sehr einfach. Was kannst du alles lernen? Es gibt wahnsinnige viele Lebensbereiche. Ich unterteile sie im Groben in vier Lebensbereichen. Das ist Spiritualität, Lebensbereich Nummer 1. Da geht es ums Thema Seele. Warum bist du überhaupt hier? Was ist der Sinn des Lebens? Ist es nur herzukommen, wirklich von Kindheit irgendwie bis erwachsen werden, Familie kriegen, Haus kaufen, Hypotheke abkaufen, abbezahlen, Auto fahren, Karriere machen und dann wieder Rentner werden, irgendwann mal die Zähne gewechselt bekommen als Senior und dann mit grauen Haaren dann auf den Tod zu warten? Ich glaube nicht. Ich glaube, es gibt eine Tiefendimension, warum wir Menschen uns bewusst dafür entschieden haben, auf diesen Erdball zu kommen. Und oft zeigt sich die Seele in Form von Fügungen, in Form von plötzlichen Eingebungen, plötzlichen Impulsen. Das sind so Bilder, die wir plötzlich vom geistigen Auge bekommen. Und wenn wir diesen Bildern nachfolgen oder diesen plötzlichen Aha-Momenten, dann öffnet sich unser Kanal und wir gehen Stückchen für Stückchen immer mehr online. Es gibt aber gleichzeitig Menschen, die schenken ihren inneren Bildern gar keine Beachtung. Die haben die wunderschönsten Ideen bekommen und dann sagen sie, ah, nicht jetzt. Und dann quälen die sich weiter in ihrem aktuellen Leben, obwohl die aktuelle Idee ihnen jetzt gesendet worden ist, damit sie jetzt den nächsten Schritt gehen können, damit das Leben leichter wird. Ja, aber dann sind sie so sehr in diesem Alltagstrott beschäftigt, dass sie dieser neuen Idee keinen Glauben schenken, keine Zeit schenken und dann geht sie zu jemand anderen hin. Ja, das heißt, ich habe irgendwann mal gesagt, nimm eine gute Idee, investiere ganz viel Arbeit und erlebe Wunder. Mehr ist es nicht. Das heißt, aufgrund dessen, weil alle Dinge auf diesem Erdball immer zweimal entstehen, Idee, Umsetzung, und die meisten Menschen entweder miese Ideen haben oder miese Umsetzung oder beides, wundern die sich, dass es im Leben nicht so gut aussieht. Und im Grunde genommen gibt es nur diese vier Lebensbereiche. Lebensbereich Nummer 1 ist die Spiritualität. Vorsicht. Vorsicht. Es gibt viele Menschen da draußen, die versuchen, Spiritualität zu vergeistigen. Es gibt Menschen da draußen, die zum Beispiel sagen, oh, ich habe alles dazu gelesen, ich weiß alles Bescheid. Und dann gehen sie dann in den Supermarkt und drängen sich an einer Kasse vor oder nehmen jemand die letzte Küchenrolle, dann reißen die aus der Hand und sagen, ist meine, ja. So, das eine ist, das geistig zu verstehen und das andere, das ist deinen Alltag zu integrieren. Das ist aus dem theoretisch erfahrenen Wissen eine praktische Weisheit werden zu lassen. Dafür braucht es manchmal Jahre, Jahrzehnte. Ja, deswegen achte ganz genau, von welchen Menschen du da draußen lernst. Und nur weil jemand vielleicht jünger ist, heißt das nicht, dass er schlechter ist als ein 50- oder 60-jähriger Experte. Das würde ich auf keinen Fall sagen, sondern ich sage immer, Weisheit ist keine Frage des Alters, sondern Weisheit ist eine Frage deiner Wahrnehmung und deiner Erfahrung. Kennst du Menschen, die Anfang 30 sind, die so viel mehr erlebt haben als die heutigen 60-, 70-Jährigen, die ihr Leben lang immer in diesem kleinen Kokon gelebt haben und im Grunde genommen nicht weiter weggefahren sind als vielleicht 2-3 Mal im Leben in Urlaub oder vielleicht 10-20 Mal im Urlaub? Im Grunde genommen geht es immer um die Komfortzone. Weißt du, es gibt Menschen, die haben eine gigantische Komfortzone. Wenn es beispielsweise abends nach 20, 21 Uhr ist und sie haben Lust, irgendwie im Supermarkt noch irgendwie einen gesunden Snack zu holen, dann sagen sie, oh, ist mir zu spät. Obwohl der Supermarkt keine 3 Minuten entfernt ist, sagen sie, nee, ich bleibe dann lieber zu Hause. Verstehst du? Mein Stiefvater ist jetzt mittlerweile über 80 Jahre alt und jedes Mal, wenn dann wir uns treffen und sehen und der Mann hat viel gesehen von der Welt, dann erzählte er, wie faszinierend es war, in Australien zu sein. Und das war schon vor über 30, 35 Jahren und jedes Mal erzählt er mit leuchtenden Augen diesen einen Urlaubsmonat in Australien. Und weißt du, mein Stiefvater hat viel von der Welt gesehen, der war mit Piranhas tauchen in Südamerika, der hat vieles unternommen, war Segelfliegen, Fußball, Tennis, also tauchen, hat wirklich die Welt bereits gesehen. Und mit leuchtenden Augen spricht er bis heute von Australien und sagt auch, damals sagt der Maxim, Singapur, das ist die sauberste Stadt der Welt, die ich jemals gesehen habe.
Und das ist jetzt eher ein Positivbeispiel. Aber es gibt auch Menschen da draußen, die haben noch nie Europa verlassen und die träumen ihr Leben lang davon, wie schön es sein muss, mal nach Australien zu fliegen und dort einfach mal Kängurus live zu sehen, zu schauen, wie die Menschen dort leben, wie die Kultur ist, wie sind die drauf. Und gleichzeitig gibt es Menschen, die haben den Beruf des Flugbegleiters. Und diese Menschen, die sagen, hey, ich bin heute Nachmittag fliege ich nach Indien, am Donnerstag sind wir in Südafrika und am Sonntag geht es nach Australien. Das ist drei Orte, von denen manch ein Senior mit 70, 80 sein Leben lang den Enkelkindern erzählt, besucht der Flugbegleiter innerhalb von einer Woche. Weißt du jetzt, worauf ich hinaus möchte? Im Grunde genommen ist alles Komfortzone. Und die Frage ist, welche Komfortzone hast du dir mit der Zeit aufgebaut in dem Bereich Gesundheit, Beruf, Beziehungen und Spiritualität? Wenn du gerade überzeugter Single bist und sagst, oh, mit Männern ist echt schwer, dann wird das deine Überzeugung, deine Realität sein und früher oder später wird es deine Wahrheit werden. Ja? Oder aber du fragst dich, hey, warum glaube ich eigentlich, was ich glaube? Und von wem habe ich eigentlich diesen Glaubenssatz eingepflanzt bekommen? Oder wann habe ich mich dafür entschieden, diesen limitierenden Glaubenssatz, der mir dauerhaft nur schadet, das ist das, was die Harvard-Studie belegt, die Menschen sterben im Alter am frühesten nicht diejenigen, die die höchsten Cholesterinwerte hatten, sondern diejenigen, die am einsamsten waren. Ja? Das heißt, da merkst du schon, wir Menschen sind Seelen. Nichts ist dem Menschen so vertraut als das Menschliche. Wir Menschen sehnen uns danach, miteinander in Kontakt zu treten. Wir sehnen uns danach. Wir Menschen sind Stammesangehörige. Ja? Früher haben die Menschen in 50, 100, 200, 300, 400 in Stämmen gelebt. Ja? Fahren wir heute nach Afrika, in Südamerika. Die ehemaligen Völker, die haben heutzutage noch so einen Familienzusammenhalt. Wenn du mal nach Peru, Bolivien gehst, wenn du mal nach Thailand gehst, ja, da ist Zusammenhalt, Familie, da ist nicht Oma, Opa, einmal im Monat telefonieren wir, sondern da ist ein Zusammenhalt. Ja? Oder in Japan, da werden die Alten gefragt bei wichtigen Entscheidungen, Oma, Opa, was denkst du? Während heutzutage hier im deutschsprachigen Raum die Leute sagen, ach Oma, das machen wir heute alles anders. Nee, Oma, nein. Ja? Also wie groß ist deine Komfortzone und wie sehr bist du bereit, in den unterschiedlichen Lebensbereichen zu lernen? Weil alles auf diesem Erdball beginnt mit einem Gedanken. Alles auf diesem Erdball beginnt mit einer einzigen Idee. Und Eleanor Roosevelt hat damals schon erkannt, große Geister diskutieren Ideen, durchschnittliche Geister diskutieren Ereignisse, kleine Geister dagegen diskutieren Menschen. Das ist, womit beschäftigst du dich tagtäglich? Was geht tagtäglich durch dein Bewusstsein? Hier rein, hier wieder, aus deinem Mund wieder raus. Weil schau mal, es reicht nicht nur zu sagen, ich beschäftige mich mit Bewusstseinsthemen, mit Persönlichkeitsentwicklung, mit Spiritualität, sondern die Frage ist, wie sehr setzt du es um? Weil, du kannst es dir vorstellen, wenn ein Mensch sehr viel mehr Wissen sich aneignet, dann wird er intelligenter, aber nicht unbedingt bewusster. Und das ist vergleichbar mit einem Messer. Kennst du Menschen, die einen messerscharfen Verstand haben? Das ist die Intelligenz. Wenn du allerdings das gleiche Messer in die Hand nimmst und damit ein Gewaltverbrechen begehst, statt vielleicht eine Biopaprika zu schneiden, dann hast du diese Intelligenz, das messerscharf, das scharfe Messer in deiner Hand, also die Intelligenz falsch eingesetzt. Das heißt, Intelligenz ohne Bewusstsein ist gefährlich, ist dramatisch. Und das heißt, nicht nur, wie viele Bücher liest du, welche Podcasts du hörst. Unser Podcast, den kennst du, die Köpfe der Genies, mittlerweile Top 3 Podcasts in unserem gesamten Markt der Persönlichkeitsentwicklung. Laut Statistiken, laut Charts da draußen erreichen jedes Jahr mehrere Millionen Menschen. Wenn du den Podcast noch nicht erblickt hast, die Köpfe der Genies, heiße Empfehlung für dich und deine Freunde, Menschen, die gerade vielleicht auch irgendwo in deinem Freundeskreis sind, wo du merkst, ey, die quälen sich so sehr. Einfach mal den ganzen Podcast mal durchhören lassen, kostet keinen einzigen Cent, alle Lebensbereiche drin, Gesundheit, Beruf, Beziehung, Spiritualität. Und dann gibt es gleichzeitig Menschen, die sagen, ich habe keine Zeit, aber sie haben Zeit wiederum für Netflix. Weißt du, Netflix kostet dich nicht 10 Euro im Monat, es kostet dich deine Lebenszeit. Wir können mal ein kleines praktisches Experiment machen. Mach mal gemeinsam einen tiefen Atemzug mit mir auf 3, 1, 2, 3 und wieder aus. Diesen einen Atemzug wirst du in deinem gesamten Leben nur ein einziges Mal haben. Und der war jetzt vor 4, 5, 6, 7 Sekunden. Und das wiederum bedeutet, du kannst nicht eine einzige Sekunde deines Lebens ein zweites Mal eintauschen. Die Zeit hier auf der Erde fließt nur in eine Richtung. Ja, im Paralleluniversum wird
statt einem Nebeneinander, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, ein Miteinander. Deswegen können auch die Hellseher, die richtig gut sind, die Akasha-Chronik anzapfen und dieses ganze Wissen runterladen, downloaden, weil im Paralleluniversum gibt es keine zeitliche Trennung, sondern da ist alles im Hier und Jetzt zeitgleich. So. Und Menschen, die sehr klug sind, allerdings wenig Bewusstsein haben, sind, wie soll ich sagen, wie kleine Kinder, die vierjährig sind und dann alleine zu Hause geblieben sind, mit einer Waffe auf dem Tisch, die Eltern vollgeladene Waffe auf den Tisch gelassen haben. Das heißt, es reicht nicht nur immer größer, schneller, weiter, sondern es ist auch sehr, sehr wichtig, die Dinge mal praktisch auszuprobieren und zu spüren, ist das denn wirklich meine Wahrheit? Ich habe zum Beispiel heute eine ganz, ganz andere Wahrnehmung im Vergleich zu dem, was ich vor 12, 13, 14 Jahren in Form von Online-Kursen, Seminaren, Büchern da draußen aufgenommen habe. Und viele Menschen fragen mich, Maxim, ich würde ja so gerne lernen, ich habe keine Ahnung, wo ich starten soll. Ja, die einen sagen, du brauchst hier Geld und Selbstständigkeit, ganz wichtig. Andere wiederum sagen, hier, du musst erstmal produktiver werden. Die Dritten sagen, nee, du musst deine Beziehungen regeln. Die Vierten wiederum sagen, hier, ganz, ganz wichtig, Zeitmanagement, ohne geht gar nichts. Und weißt du, alles ist irgendwo wichtig, aber in der richtigen Reihenfolge. Mal angenommen, du bist gerade irgendwo unglücklich in deinem Job. Deine Beziehung plätschert so ein bisschen nebenbei. Deine körperliche Verfassung war auch schon mal besser. Dann im Grunde genommen, sehr gute Nachrichten, kann ich dir nur gratulieren. Es geht nur nach oben. Ja? Du kannst ab sofort heute nur eine Entscheidung treffen und dich verbessern. Und Freunde, es ist sehr, sehr wichtig zu verstehen, warum die meisten Menschen nicht dranbleiben, nicht umsetzen, nicht dauerhaft an ihren gewünschten Ist-Zustand ankommen, weil es sind immer zwei Säulen. Das eine ist dein emotionales Warum, dass du eine Entscheidung triffst und sagst, hey, es reicht mir, kein Tag länger das Alte, ich will das Neue, das ist das eine, ist schwer genug, weil zum einen musst du deinen eigenen inneren Kritiker, das ist dein Kontrollbewusstsein in deinem Verstand überwinden und dir selber sagen, hey, ich traue mich, ich glaube daran und zum anderen dein ganzes Umfeld. Und manchmal kommst du mit einer außergewöhnlichen Idee, erzählst das Menschen in deinem Umfeld, die vielleicht unbewusst sind und dann lacht einer nur und plötzlich wird deine Idee zerschossen. Einfach nur, weil einer in der Ecke, der sich nicht für dich um dich kümmert, dem du nicht wichtig bist, einmal laut gelacht hat, gehen sehr, sehr viele Menschen dann in gebeugte Haltung und sagen, ja gut, dann war es vielleicht doch nicht. Also sorry, wenn das dein Glaube an deine Idee ist, ist ja meistens nicht mal deine Idee, sondern was dir gegeben wird, ja, diesen plötzlichen Gamma-Wellen, was plötzlich zu dir kommt, wenn du nicht daran glaubst, wie sollen andere Menschen daran glauben? Und deswegen ist auch das Umfeld so faszinierend und so wichtig, weil ich glaube, auf der Seelenebene suchst du jetzt ungefähr 25 Seelen vor deiner Inkarnation ganz bewusst aus, deine Eltern, deine Geschwister, deine besten Freunde, deine aktuellen wichtigsten Menschen in deinem Leben, deinen aktuellen Partner, Partnerin, oft auch deine Ex-Partner, um bestimmte karmische Verstrickungen aufzuarbeiten, um miteinander bestimmte Dinge zu lernen, aufzubauen, vielleicht etwas auf der Erde voranzubringen. Aber gleichzeitig kommst du auch hierher, um aus dem Nichtwissenden das Praktische zu erlangen. Ja? Das heißt, du kommst auf die Erde, vergisst all die Inkarnationen zuvor und dann machst du praktische, du lernst zum Beispiel in der Schule etwas, davon machen wir die wenigsten praktischen Erfahrungen oder wie viele praktische Experimente hast du aus deinem Biologie- oder Physik- oder Matheunterricht im Hier und Jetzt in deinem Alltag anwenden können. Wenn du allerdings erst aus dem gelernten Wissen, was dir wirklich im Leben was nützt, auch Praxis machst, deswegen auch diese zwei Säulen, das eine ist das Emotionale, dass du im Inneren entscheidest, ja, nein. Und die zweite Säule, du brauchst die Tools, du musst wissen, wie es geht. Du brauchst konkrete Praxistools. Und das gilt für diese vier Lebensbereiche Gesundheit, Beruf, Beziehung und Spiritualität. Ich würde dir empfehlen, egal wo du gerade in deinem Leben stehst, mit Spiritualität anzufangen. Warum? Die meisten Menschen beschäftigen sich damit viel zu spät. Ich habe Milliardäre persönlich kennengelernt auf Masterminds, auf Events, auf Seminaren, auf Masterminds, die in einem sehr, sehr exklusiven kleinen Kreis waren, also Menschen, die wirklich Milliardäre auch geworden sind. Und es ist total faszinierend. Es gab welche, die sind wie kleine, quicklebendige Kinder gewesen. Und dann gab es auch die, die du gesehen hast, durchtrainiert wie Kampfsau, ja, hübsche Freundin, toller Sportwagen, du wusstest finanziell frei. Und dann habe ich in die Augen kurz geblickt, zwei Fragen gestellt und du hast gesehen, da war nichts. Da war einfach nur todlangweilig. Ja, deswegen das Beispiel vorhin, stell dir mal vor für einen Moment, du wärst Milliardär. Wie würde sich das wirklich in allen Zügen anfühlen?
wenn du wirklich alles dir kaufen könntest, wäre das Leben wirklich so aufregend, wie du es dir gerade wünschst, mal angenommen, du hast gerade nicht so viel Geld, wie du es dir vielleicht wünschen würdest. Worauf möchtest du also hinaus, Maxim? Fang an mit Spiritualität und sorg dafür, dass aus dem größer, schneller, weiter, mehr Lernen zunächst einmal so eine tiefen Dimension in dein Leben einkehrt. Das heißt, stürz dich nicht auf alle Inhalte gleichzeitig und sag, ich muss noch das lernen und Marketing. Ah ja, und ich soll mich besser ernähren. Also werd nicht so ein Selbstoptimierungswahnsinnsmensch, sondern frage dich, was ist im Hier und Jetzt gerade das Wichtigste, damit ich den einen nächsten Schritt gehe und möglichst in die eine nächste Richtung. Mal angenommen, du bist gerade in deiner Beziehung und die sorgt, die droht und die ist dir wichtig, die droht dir immer mehr aus den Händen zu gleiten. Was bringt es dir jetzt, im nächsten Jahr in deiner Selbstständigkeit 20% mehr Umsatz machen zu wollen? Ja? Manche Dinge haben einfach ihre eigene Zeit. Es gibt so ein wunderschönes afrikanisches Sprichwort. Das heißt, zum Thema Bewusstsein und Weisheit. Und auch Intelligenz. Es heißt, Kreativität ist immer leise. Ja? Also unsere schönsten Momente sind immer die leisesten, nicht die lautesten in unserem Leben. Weil schau mal, wenn ein Samen, ein Baum Samen in die Erde pflanzt, dann wächst dieser ganz, ganz, ganz leise, bis daraus ein riesengroßer Baum entsteht. Wenn allerdings ein einziger Baum in einem Waldstück umkippt vom Sturm oder vielleicht, weil er durchbricht, dann hört der ganze Wald, wie der eine Baum umkippt. Das heißt, Gewalt, Zerstörung ist immer laut. Kreativität ist immer in der Stille. Deswegen auch der Satz, alles Große geht durch die Stille. Ja, wie willst du die Wahrnehmung deiner Seele, der Botschaften spüren, wahrnehmen, wenn du die ganze Zeit mental, permanent irgendwie zerdenken, grübeln, urteilen, problemlösen bist? Damit allerdings das höhere Bewusstsein eintreten kann in dein Leben, bedarf es auch des Wissens. Und das ist die zweite Säule. Also das eine ist die emotionale Absicht, ja, weil du bekommst nicht das, was du rational dir tagtäglich wünschst, sondern das, was du emotional im Hier und Jetzt fühlst. Aber gleichzeitig brauchst du auch Praxistools, Werkzeuge. Und wenn du Lust hast, wir haben aktuell eine faszinierende Aktion laufen. So etwas kann ich mich nicht erinnern, wann wir sowas jemals angeboten haben. Für all die Menschen, die jetzt gerade in der Black Friday Woche sich befinden und diese hunderte von tausenden Angeboten auf den Straßen, in den Shoppingläden sehen, überall und sich die Frage stellen, hey, soll ich mir diese Schuhe kaufen für aktuell reduziert von 170 auf 120? Soll ich mir diese Kleidungsstücke kaufen? Soll ich mir diese Technik kaufen? Soll ich mir diese Unterhaltung, diese Konsole, dieses Programm, dieses Zeitvertreib-Ding holen? Und die Antwort, die kann ich dir nicht geben, das ist eine Entscheidung, die du für dich treffen kannst oder vielleicht auch musst. Gleichzeitig allerdings habe ich für mich irgendwann, ich glaube so vor 10-11 Jahren entschieden und ich freue mich auch wie wahnsinnig auf Black Friday, weil, weißt du, ich langweile mich relativ schnell und ich lerne auch wie ein Bekloppter. Also ich habe mittlerweile über 700 Seminare weltweit besucht, fliege permanent um die Welt und schaue mir immer wieder die faszinierendsten Blickwinkel von den faszinierendsten Persönlichkeiten da draußen weltweit. Und ich persönlich nutze Black Friday zum Beispiel dafür, um weltweit die besten Kurse und Programme zu buchen. Weil auch diese gibt es sehr, sehr oft 10%, 20%, 30% günstiger. Und das heißt, wie bescheuert wäre ich, in irgendetwas Zeit zu investieren und vor allem Geld. Ja, viele müssen ja Online-Shopping verbringen, da stundenlang bei Amazon, um da irgendwas endlich zu bestellen, ein Möbelstück, was ja sowieso mit der Zeit an Wert verlieren wird. Im Vergleich dazu, wenn du die gleiche Zeit investierst, um dir einen passenden Online-Kurs reinzuziehen, du investierst auch Geld, aber ab sofort hast du sofort mehr Möglichkeiten im Vergleich zu einem Ding, was du kaufst im Außen, egal ob das ein Pullover ist, der ein Loch bekommt oder in einem Jahr ausgewaschen ist, ein technisches Gerät. Und verstehe mich nicht falsch, ich habe ein technisches Gerät, auch ein Smartphone, ja, und das ist sogar bei mir, wäre das sogar eine Investition statt nur eine Ausgabe, weil ich mit euch in Kontakt auftreten kann über ein Smartphone. Wir haben mittlerweile über 800.000 Menschen auf allen Kanälen, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. Und trotzdem, wenn du mich fragst, Maxim, wann hast du dir dein neues Smartphone gekauft, dann weiß ich das gar nicht mehr, weil das ist mit Sicherheit 2, 3,
eher 3 Jahre, definitiv eher 3 Jahre her. Und ich bin auch total gar nicht irgendwie scharf, mir ein Smartphone, irgendwas sonst was zu kaufen. Ich bin total scharf darauf, mir Wissen einzukaufen, weil das ist das, was vermögende Menschen von den finanziell beschränkten Menschen einen Riesenunterschied macht. Nimm einem reichen Menschen alles weg, er bleibt reich, weil er weiß, wie es funktioniert. Ja, er ist den Weg praktisch gegangen. Damit du allerdings den Weg praktisch gehen kannst in diesen 4 Lebensbereichen, Spiritualität, Gesundheit, was braucht dein Körper, wie bewegst du dich besser, wie ernährst du dich besser, ja, nicht einfach nur vegan, nein, Freunde, alleine was Nahrungsergänzungsmittel gibt und. Ja, also wenn du dir unseren Online-Kurs Energiemaster reinziehst, dann versichere ich dir, wirst du da Dinge erfahren, die hast du so noch nirgendwo gehört oder gelesen erfahren. Warum? Ja, weil ich selbst zur Koryphäe in dieser Welt geflogen bin und von denen sehr, sehr teuer das Wissen für Tausende von Abertausenden von Euros eingekauft habe. Und dann gibt es bei uns den ganzen Kurs für 247 € aktuell, ja. So, also wozu ich dich einladen möchte, wenn du es möchtest. Wenn du keine Lust hast, dein Leben lang die ganze Zeit nur zu warten, zu hoffen, zu wünschen, dass da draußen jemand auf dich zukommt und sagt, hey, komm, ich zeig dir den Weg, sondern wenn du Lust hast, mal deinen Weg selbst zu erschaffen, dein Glück selbst zu zelebrieren, dann gibt es einen Schlüssel zur Freiheit und der hat 6 Buchstaben und diese 6 Buchstaben sind L-E-R-N-E-N. Lernen. Punkt. Wisst ihr, Freunde, ich war vor ungefähr 8 Jahren im Hartz IV und hatte damals einen Kontostand ungefähr, ich glaube, von minus 700, minus 800 Euro, weil ich damals meinen Job verloren hatte und musste Hartz IV anmelden, weil ich kein Jahr lang vorher am Stück gearbeitet habe. Und ich war deprimiert, ich war total traurig, ich habe die Stadt gewechselt, mein ganzes soziales Umfeld war in einer anderen Stadt gewesen, wegen einem Job angenommen, den Job verloren, musste Hartz IV anmelden. Und dann habe ich gedacht, so krass, Maxim, was hast du gemacht? Ich war damals 27. 28. Und dann habe ich gemerkt, er ist krass. Das, was ich mein Leben lang in den staatlichen Einrichtungen gelernt habe, das ist, nichts davon hilft mir im Hier und Jetzt. Weder wusste ich, wie ich mich gut ernähre, bewege, gut erhole. Was gibt es da für Tools, konkrete Ideen, die mich sofort 200, 300, 400 Mal produktiver machen? Glaubst du nicht? Zieh dir Energiemaster rein. Also, ich versichere dir, du wirst da Tools erfahren, die hast du noch nie gehört. Ja, also unfassbar. Wusste ich selber nicht. Dann Lebensbereich Geld verdienen, Business, Marketing, ja, gibt es bei uns in der Akademie Online-Kurse von Facebook Master bis zu Business Master, Social Media Kurse, es gibt Geld Master, Berufung Master, allein zu diesen Themen, wenn du keine Ahnung hast, was gerade deine Mission auf diesem Erdball bist, fang mit Berufung Master an. Wenn du sagst, Maxim, ich habe viel mit Menschen zu tun, dann würde ich mir sofort, ob beruflich oder privat, mir Thema Kommunikation anschauen. Einer meiner Mentoren sagte, 85% deines Erfolgs, Maxim, hängt davon ab, wie du mit anderen Mitmenschen kommunizierst. 85%. Weißt du, was du alles von einem anderen Menschen erfahren kannst, wenn du alleine seine Stimme mal wirklich wahrnimmst, wenn du sein Gesicht lesen kannst, wenn du seine Körpersprache lesen kannst? Das sind alles Kurse bei uns in der Akademie. Alles Kurse. Ja, wenn du Psychologie-Master dir reinziehst, wie viele, da sind alleine 400 Studien, leicht verständlich für 6-Jährige erklärt, wie du es im Praktischen in deinem Alltag zu deinem Vorteil tagtäglich einsetzt und zwar dauerhaft dein Leben lang davon profitierst, das ganze Wissen anzuwenden. Bei deiner nächsten Gehaltsverhandlung, bei deinem nächsten Autohändler, wenn du dort bist, du lernst diese eine Sache ein einziges Mal, profitierst davon aber dein Leben lang. Du lernst ein einziges Mal, was sind die besten Prinzipien für Thema Beziehung, Partnerschaft, die besten Tools, beispielsweise im Kurs Beziehung Master, und du profitierst ein Leben lang davon, egal ob ihr gerade eine Flaute im Bett habt, egal ob ihr euch zu viel streitet, egal ob ihr permanent aneinander vorbeigeht oder einfach keine emotionale Nähe mehr zwischen dem Paar da ist und einer von beiden schon heimlich überlegt, sollen wir die Beziehung noch fortführen, eigentlich ist die Nummer durch. Woher weißt du das? Hast du dir wirklich die Tools, die notwendigen Strategien angeschaut, die da draußen sind? Oder hast du einfach gesagt, naja, ist bequemer Weg, jetzt hocken wir da nebeneinander, gucken Netflix, aber eigentlich ist die Beziehung eingepennt. Also, je größer die Komfortzone, desto kleiner die Möglichkeiten. Und das heißt wiederum, erfolgreiche Menschen sind bereit, das zu tun, was Erfolglose niemals bereit wären, in sich und in ihre Zukunft zu investieren. Und das wiederum bedeutet, wenn du Lust hast, mal richtig durchzustarten, dann bekommst du jetzt zu Black Friday unsere Antwort darauf. Nicht Netflix, sondern Genieflix in unserer Online-Akademie unter maximankiewicz.com. Vom
21. bis 25. Nur in diesem Zeitraum machen wir aus Black Friday Genius Deals. Und das bedeutet, du entscheidest, welche Online-Kurse sind. Aktuell 18 Kurse, die alle von Maxim mit Maxim sind, wofür ich selber Tausende von Abertausende von Euros weltweit investiert habe, Planeten bereist habe, Länder besucht habe, um die Top-Koryphäen-Experten persönlich zu suchen, zu interviewen, von denen zu lernen, in Coachings, in Seminaren, Online-Kursen. Zugegeben durch Maxim Mankiewicz gefiltert, aber ich bin ein absolut besessen, was Content runterbrechen angeht. Bekommst du jetzt die Möglichkeit, deine eigene Kursbundles zusammenzustellen. Egal, ob du nur zwei Kurse haben möchtest, profitierst du sofort und sparst mindestens 50% bis zu 33%. Das heißt, wenn einer beispielsweise 10 Kurse haben möchte, dann kriegt er 3 Kurse geschenkt. Und das alleine sind fast 800 Euro. Verstehst du? Also so viele Geschenke machen wir gerade. So eine Aktion ist unfassbar, haben wir in der Form noch nicht angeboten. Wenn du Lust hast, da mal reinzuschauen, einfach unter www.maximankiewicz.com. Und ich möchte dir eine Geschichte erzählen zum Ende hin, die mich wirklich nachdenklich gemacht hat, weil ich war in meinem letzten Urlaub mit meinem wunderschönen kleinen Jungen, mein Sohn heißt Leo, der ist 2 Jahre alt, waren wir am Strand und dort gab es sowas wie einen sehr, sehr flachen Sand, der war sehr, sehr schön und am Sand selber, direkt am Strand, war da so eine kleine Einbuchtung, sodass das Wasser, was immer wieder aus dem Meer dann kam, dann immer wieder in diese Einbuchtung reinkam, sodass da wie so eine Art kleiner Staudamm sich bildete am Strand. So, und dann haben wir das beobachtet und dann haben wir uns eine Palme gesucht, so einen Palmstock und haben dann mit meinem kleinen Jungen, der liebt Fische, ja, der sagt immer Fische, Fische, Fische. Ja, das Wort liebt er über alles, haben wir dann so einen Staudamm gebaut. Und jedes Mal, wenn die Fische dann reingekommen sind, dann haben wir dieses Palmblatt davor gemacht, sodass die Fische dann quasi entsprechend drin waren. Und wir haben da riesen Spaß gehabt. Seine Mama hat sich massieren lassen in der Zwischenzeit am Strand. Und irgendwann haben wir diesen Staudamm gebaut, sodass kein Wasser quasi wegdringen kann und nur durch diese eine Öffnung entsprechend rein kann, übers das Wasser zum Strand reinfließen. Und dann war der Staudamm perfekt. Und in dem Moment merkte ich, oh, das Meer ist jetzt zurückgegangen, ja, das war Ebbe, also Gezeiten so ein bisschen. Und das heißt, in dem Moment habe ich laut lachen müssen, weil ich verstanden habe, es nützt dir die beste Strategie nichts, wenn du nicht mit dem Universum kooperierst, mit dem Universum, mit der Zeit gehst, ja. Es gibt einen wunderschönen Satz, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Und ich hätte in meinem intelligenten Verstand bleiben können und sagen, nee, das ist doch voll unfair, ich habe jetzt perfekt den Staudamm so gebaut, aber das Wasser wollte nicht mehr ran, ja, also 2-3 Meter vorher hat es aufgehört, weil das Wasser sich zurückzog ins Meer. Und das war ein schönes Learning für mich zu verstehen, wir können die Dinge nicht erzwingen. Wir können allerdings die Gunst, die Wahrscheinlichkeit, in diesem Leben glücklich, bewusst, erfolgreich zu sein, massiv erhöhen, und zwar durch Bildung. Allerdings nicht das, was wir primär in den staatlichen Einrichtungen lernen. Verwechsel niemals Bildung mit echter Weiterbildung, weil das eine schenkt dir Sicherheit, aber das andere schenkt dir wirkliche Freiheit. Und die Frage ist, wofür entscheidest du dich in deinem Leben? Ich habe mich irgendwann mal für die Sicherheit entschieden und bin den weltlichen Weg gegangen, habe mein Abitur gemacht, habe Diplomkaufmann abgeschlossen, bin an der Uni studiert, Diplom auf BWL und habe dann irgendwann mit 27 verstanden, dass es nicht reicht, um ein außergewöhnliches, ein glückliches Leben zu führen. Um eine bombenkörperliche Verfassung zu haben, um deinem Körper das zu geben, was er wirklich braucht, an Vitaminen, Multivitaminen, Mineralstoffen, Antioxidantien, welche Bewegung dein Körper wirklich braucht, welche Atemtechniken, welches Wasser tatsächlich, wie erholst du dich maximal, wie nimmst du schnell ab, all diese Tools zum Beispiel, alles in einem Online-Kurs Energiemaster. Ich weiß, Kollegen, die bei mir vor Ort waren, auch bekannte Kollegen, die haben gesagt, Maxim, daraus musst du 3 Seminare machen im Wert von 1.000, 2.000, 4.000 Euro. Habe ich gesagt, habe ich keine Lust drauf, packe ich alles in den Kurs rein, den man bei uns für 200 Euro bekommt. Ja. Wenn du also Lust hast, mal richtig durchzustarten, egal wo du gerade im Leben stehst, dann kommst du aus meiner Sicht nicht drum herum, mit einem positiven Herzen, aber auch mit einem wachen Verstand, deine neuronale Netze zu füttern mit Wissen. Mit echtem Erfolgswissen. Dazu lade ich dich vom ganzen Herzen ein, wenn du es möchtest, unter www.maximankiewicz.com. Und diese Woche der Wahrheit, die Black Friday Woche, mal für dich zu investieren und nicht nur für irgendein Kleidungsstück oder ein Ding des Konsums
und vielleicht auch dir selbst eine Deadline zu machen und sagen, hey, ich bin mal gespannt, ob das, was Maxim da erzählt, wirklich möglich ist, und vielleicht zwei Deadlines zu machen. Ab dem Tag, an dem du dir den Kurs oder Kurse holen magst, plus 6 Monate und dann plus 12 Monate. Und dann mal schaust, wo du da stehst. Weißt du, was mich in meiner Arbeit so sehr fasziniert? Es ist nicht, dass das Geld fließt, nicht die wunderschönen Menschen im Team, die mich total erfreuen bei uns, sondern es sind eure Feedbacks. Das sind die Geschichten, die ihr schreibt. Das sind die E-Mails, die mich erreichen. Viele Menschen schreiben uns eine Mail und sagen, Maxim, ich weiß gar nicht, ob dich diese E-Mail erreicht. Ja, tut sie. Ja, die Wahrscheinlichkeit ist mindestens 80%, dass mich fast alles erreicht. Und es berührt mich unfassbar, weil meine größte Freude im Herzen ist es zu sehen, wenn du in die Umsetzung kommst. Und das kann nur geschehen, wenn du weißt, was du tust. Es gibt einen magischen Satz, wer nichts weiß, muss alles glauben. Wer nichts weiß, muss alles glauben. Und damit du nicht alles glauben musst, sondern wirklich weißt, ist es wichtig zu lernen. Und wenn du schon lernst, dann empfehle ich dir, richtig guten Content hier reinzuziehen. Und was immer wieder Menschen uns als Feedback schreiben, ist, Maxim, ich habe mir so viele Bücher, Seminare, Podcasts, Videokurse bei deinen Kollegen reingezogen und dann habe ich dich irgendwann mal entdeckt. Und dann habe ich gemerkt, ja, eure Content-Dichte ist so unfassbar krass. Ich hätte mir gewünscht, ich hätte dich viel, viel früher kennengelernt. Und das ist, wenn du da Lust hast, mach dir selbst ein eigenes Bild und überzeug dich selbst davon, weil ich so sehr davon überzeugt bin, dass unsere Kurse wirklich Standalone-Wert im Markt haben, haben wir auf alle Kurse auch Garantie, sodass wir das volle Risiko für dich übernehmen und du gar nichts investieren musst, außer Zeit und klar zu Beginn Geld, damit du dieses Geld in Form von Online-Kursen zur Verfügung bekommst, und Zeit, damit du dich auch dieses Wissen auch wirklich reinziehst und nicht nur gekauft und dann zur Seite gelegt. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du diese Reise möglich machst. Ihr seid wunderschöne Menschen. Hab einen wunderschönen Tag. Hab ganz viel Freude mit deinen Liebsten und triff die richtige Entscheidung. Triff die Entscheidung, die dich im Leben langfristig weiterbringen und nicht nur kurzfristige Kicks. Wir sind nicht auf der Erde, um irgendwelchen Kicks nachzujagen, sondern wir sind auf der Erde, um unsere Meisterschaft zu erfüllen. Die Liebe, das Erfolg, der Erfolg, das Glück ist in dir. Dein Maxim.